dann läuft schon mal meine Aufnahme und dann eine kleine Special-Folge GTA mit Folge 150 heute. Und rund um Ostern heute leider nur zu dritt. Wie gesagt, heute ist das Osterwochenende hier. Und ja, dementsprechend ist natürlich das ein oder andere Crewmitglied oder das eine Crewmitglied heute mit der Familie unterwegs, privat unterwegs. Was aber auch vollkommen okay ist und verständlich ist. Würde ich sagen. So wie ich das mitbekommen habe, spielen wollte jetzt erst, fangen wir jetzt heute mit der Basismission an und nicht mit der Playlist, so wie ich das eigentlich in der letzten Folge so ein bisschen angedacht habe, aber naja, wir sind ja flexibel. Also dauert gerade einen kleinen Moment, bis es hier jetzt weitergeht. Heute ausnahmsweise immer auf einem offenen Server unterwegs. Was auch sehr, sehr selten vorkommt. Normalerweise sind wir immer ein bisschen intern unterwegs. Aber scheinbar scheint hier ein bisschen Ruhe zu sein. Nicht alle untereinander zugange zu sein. Baby, sagst du dann Bescheid, wenn du eingeladen hast und alles? Ja. Bist du sie sagt Bescheid dann, wenn sie offen für uns ist. Ah, die ist noch offen für dich. Überhaupt. Immer muss ich da überhaupt hin, wo ist denn da oben? Ich hoffe nicht, dass ich jetzt alleine auf dem... Da oben ist... Oh Gott, ich bin echt am Arsch der Welt da oben. 9 Kilometer weg. Ich stehe in der Stadt und Baby hängt ganz oben an der Spitze. Kein Spruch, kein Widerspruch. Verlegen, Baby Spitze. Weißt du, da liefert dem man schon mal, dem mal eine Einladung und da. Und du nutzt sie nicht. Eine Vorlage. Du musst wissen, ich mache nur da rein, wo ich auch will. Ja. Weißt du, ich hab dir gerade voll die Vorlage geliefert, weißt du? Und du verwandelst sie nicht. Weil du normalerweise auf jeden Spruch, jede Anmerkung drauf eingehst. Baby ist wieder sehr leise. Ja, entweder sprichst du arg leise oder du bist wirklich sehr leise. Aber es muss an dir liegen. Und Markus verstehe ich zum Beispiel klar und deutlich. Ja, für mich ist sie auch sehr leise. Ja. Das hatten wir aber eben schon. Habt ihr sich ein bisschen lauter... Immer am vollen Mund. Ja, eben war sie schon sehr leise. Dann habe ich gesagt, mal ein bisschen lauter. Hat es ein bisschen lauter gemacht. Jetzt ist sofort mal wieder genau die gleiche Einstellung. Also musst du auf jeden Fall ein bisschen hochdrehen. Ja. Das ist komisch, das Ganze hier. Jetzt ist es ein bisschen besser. Ja, vielleicht doch ein bisschen, ja. Weißt gerade beim Sp- oh. Ja, das auf jeden Fall. So verstehen dich nämlich alle Leute. Oh, das liegt an der Uhrzeit. Wir haben hier morgens 10:30 und kann sein, dass der ein oder andere noch ein bisschen müde ist. Und ich kann schon wieder quatschen, bis es geht nicht mehr. Ich habe meinen Kaffee nämlich schon in den Toss. Da war ja was. Ja, jetzt ist perfekt. Jetzt hört man sich klar, absolut klar und deutlich. Erstmal kommt das, die Datenklickstation, das erste, ja, das zweite, also so, dann mal los. Na dann, auf. Weniger Spinnen. Was, weniger Spinnen? Zähne überspringe ich. Ach so, ich habe verstanden, weniger Spinnen. So was? Spinnen? Hilfe! Da war ja was.
warte noch auf Einladung. Ja, ich auch. Okay, ich muss nochmal die Lobby neue Sitze machen. Neue Sitzung? Okay. Ich habe auch so eine Mission gestartet, aus Versehen. Ich muss euch ja anscheinend einen CEO einladen, damit ihr die auch hier Vorbereitungsmission machen könnt. Das wäre super, ja. Wenn wir das von Anfang an machen können. Ich glaube, der muss wohl Markus erstmal rüber. Zu uns oder was? In die Lobby? Okay. Damit wir die eine Aufrüstung machen können. Hey, da ist irgendwas gerade da hinten passiert. Warte mal, komm ich jetzt hin? Da ist nämlich ein zufälliges Ereignis gerade. Man schießt auf mich. Hey, die haben angefangen. Wieso muss ich eigentlich schon wieder... Muss ich das Auto abliefern oder was? Ah, oh Gott, jetzt muss ich mit dem scheiß Filmrequisit zu Solomon. Da oben hin. Oh Gott. Ich habe nämlich so ein Filmrequisit gefunden, weißt du? Ja, mir fehlt ja nur eine einzige. Ich treffe von mir einfach, kommt sowas nicht mehr auf. Dann musst du mal an einem ganz besonderen Ort nachgucken, da findest du es vielleicht. Lester. Ich... Lass mich in Ruhe. Scheiß Kopf. So. Hey, how can I help? No problem. I'll get him off your back. So früh schon saufen? Cola, ja. Ja, nee, ist klar. So, ich bringe jetzt eben kurz das Filmrequisit weg. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Weil ich muss jetzt oben von Palito Bay um in die Stadt runter. Also ins Filmding. Also kann jetzt noch mal so 3-4 Minütchen dauern, bis ich da bin. Weil das würde ich halt einfach gerne mal machen, noch schnell. Wieso kann ich nicht beitreten gerade? Hä? Ich kann gerade bei der Sitzung nicht beitreten. Welcher Sitzung? Euch. Die existiert angeblich nicht mehr. Ich bin bei dir in der Sitzung immer noch und wie gesagt, mache hier gerade ein bisschen Wendemission. Na, leichtes Chaos, gerade schon wieder am Anfang, ja. Aufnahme, wie immer. Ich verstehe. Mach mit Lester die Cops weg und kriegt direkt wieder Cops. Muss ich auch nicht verstehen. Na, gibt's auch manchmal. Du legst dich schon wieder mit irgendwelchen Leuten an, hier Markus, ja? Der hieß Veggie Gamer. Ja, ich hab's gesehen unten. Du hast einen Vegetarier getötet. Oh nein. Und er saß auf dem Motorrad, also es ist doch ein Schuldbar, oder? Ich dachte, Motorradfahrer sind freiwillig hier in GTA. Ja, ja. Durchaus. Achso, ich kann euch beitreten, ist voll bei euch. 29 dann Leute. Dann musst du mal ein Dings aufmachen, Crew-Server. Ja. Ja, dann wird das halt heute nur die Folge bedeuten, dass wir hier dieses Filmrequisit mal eben abliefern. Und uns suchen. Hä? Und uns gegenseitig suchen auf dem Server. Ja, leuchtet das Serverproblem heute mal wieder irgendwie so ein bisschen.
Das heißt, Christopher, wir sind halt, ja, wir sind auf dem offenen Zimmer unterwegs und der ist halt knalle voll. Auch nach, jetzt glaube ich, 8. Jahr läuft das Spiel eigentlich immer noch sehr gut. Weil halt auch immer wieder neuer Content kommt, ne? Weil immer wieder neue DLCs kommen und so. Och man, ey. Was denn? Ach, wo muss ich denn? Ach, gib mir noch einen Sekunde. Wo ist denn das Zelle? Wo muss ich denn da hin? Ich muss irgendwo in die Stadt. Will der das Filmrequisit nicht mehr haben? Jetzt fahre ich mit dem Ding durch die Gegend und passiert nichts. Oder was? Muss ich hier neu triggern? Oder was? Oh, du hast es vielleicht verloren unterwegs, weil dich jemand angegriffen hat? Nö, ich fahre ja immer noch durch die Gegend. Das ist diese komische Weltkugel oder was das ist. Ich finde nur gerade den. Ich hatte ja zwischendurch die gelbe Linie. Die Fahrzeugkategorie. Nö, eigentlich muss ich ja das Ding nur wegbringen. Nö, eigentlich ist das Ding, das ist das Filmrequisit auf dem Weg. Ich muss jetzt zum Filmstudio jetzt quasi. So vermute ich das zumindest. Nö, eigentlich habe ich gar keinen unterwegs angegriffen. Ich brauchte halt ein bisschen Zeit, um von oben nach unten durchzufahren. Also mal gucken, ob ich das Filmstudio finde. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Dass die Mission trotzdem noch triggert. Weil es wäre schade, wenn ich die Zeit verbraucht hätte. Da ist einer wieder mit dem fliegenden Moped unterwegs. Hier ist natürlich so viel los, gerade in der Stadt. Okay, komm rüber zu mir, ich hab hier eine Einzellobby. Was hab ich? Ich hab doch gar nichts gemacht, wieso hab ich jetzt scheiß Kopf? Dann geh ich mal rüber zu. Ja. Wieso habe ich jetzt scheiß Kopf an der Backe? Ich habe ja nichts gemacht, ich fahre jetzt mit dem Ding durch die Gegend. Was ist er denn? How can I be of service? Sorry, but no. Okay then. Wow, weirdo. So geil, ich da. So, wo hab ich jetzt die? So, wo hab ich die? Kann ich die Dinger jetzt abgeben oder was? Ist das nicht normalerweise, dass du das denn abgeben kannst zum. Bist du Lumon? Keine Ahnung, ich hab das ewig nicht mehr gemacht und auch noch einmal. Ja, du musst doch zum Filmstudio dann, ne? Oder nicht? Ja, zeigt er irgendwas an, oder nicht? Nö, zeigt er mir gar nichts an. Würde mich nicht wundern, wenn jetzt einer kommt. Ach Gott, geh mir nicht, Alter. Natürlich. So, ich hoffe, dass ich jetzt irgendwas machen kann, weil ich bin... So, jetzt bin ich bei Baby. Yeah.
Wie sieht das? Keine Ahnung. Naja, egal.